Meine erste VGA-Submission ist zurück und die packen wir heute aus. Let's go. So Leute, bevor es losgeht, möchte ich mich nochmal bei Matthias bedanken, der die ganze Versandgeschichte übernommen hat. So, los geht's. Ich muss dazu sagen, ich habe schon mal ein bisschen reingelunzt, aber ich habe mir das noch nicht im Detail angeguckt, deswegen fangen wir jetzt mal an. Das erste Spiel, was wir hier haben, GTA 5 in einer 85 plus, ne, Mint plus, 2013 Rockstar Games PlayStation 3 PAL-Version German. Genau, und das ist das gute Stück. Ich werde es gleich nochmal auspacken und dann werden wir es uns nochmal im Detail anschauen. Genau, das ist die 85 plus GTA 5 in der PS3. So, wir packen es mal aus. Tada, tada. Sieht doch gleich viel besser aus, oder? 2013 Rockstar Games PlayStation 3 Blu-ray Disc. So, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Das ist wieder das GTA 5 in der PS3-Version, in der PAL German-Version. Man könnte jetzt annehmen, es ist genau das gleiche, ist es nicht. Deswegen, ich werde das jetzt auch nicht auspacken, weil es ist genau die gleiche Bewertung. Ich bin wieder zufrieden, passt alles super und ja, ist eigentlich genau das, was ich eben schon gezeigt habe. Ne? Deswegen müssen wir jetzt da nicht mehr so ins Detail drauf eingehen, aber man sieht 85 plus Near Mint. Die gleiche Bewertung in dem Fall, alles cool. Alright. So, wir kommen zum nächsten Spiel. Ein PS4-Game. Man sieht es hier schon. Uncharted The Nathan Drake Collection. Und hier habe ich nur eine 85, Near Mint Plus und Silber. Aber ich bin damit auch zufrieden, weil ich muss euch ganz ehrlich sagen, hatte das halt noch rumstehen und habe es einfach mal mitgeschickt, weil ich gedacht habe, es ist zu schade, dass man es einfach rumstehen lässt. Deswegen habe ich es mit zum Grading geschickt. Ich entferne mal die Folie. So, und da haben wir das gute Stück nochmal im Detail. 2015 Sony PlayStation 4 Blu-ray Disc Game Uncharted The Nathan Drake Collection German Version. Das passt auch soweit. Habe ich auch in Deutschland gekauft. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es genau gekauft habe. Ich glaube, ich habe mir irgendwo online bestellt. Bin damit auf jeden Fall zufrieden. Macht sich perfekt in meinem Regal. Und genau, wir gehen gleich nochmal ins Detail. Aber sehr schön auf jeden Fall. So, wir kommen zum nächsten Spiel. Wer hätte es gedacht? Grand Theft Auto in der PS5-Version in einer 85 plus Near Mint plus. Ist auch okay. Ich hätte jetzt gedacht, es geht ein bisschen höher, aber ja, ich weiß nicht genau, woran es gelegen hat. Wir packen es gleich mal aus und schauen uns nochmal im Detail an. So, da haben wir das gute Stück. Hier nochmal 2022 Rockstar Games PlayStation 5 Blu-ray Disc German Version. Genau, ist die deutsche Version. Ja. Das kann man noch dazu sagen. Habe ich mir halt auch geholt. Habe ich mir auch extra zum Graden geholt, muss ich dazu sagen, weil ich habe die digitale Version und ich wollte es unbedingt gegradet haben. Genau.
So, nächstes Spiel und es ist wieder GTA 5 in der PS5-Version. Diesmal leider nur 80 plus, Near Mint. Ich weiß nicht genau, die sahen eigentlich gleich aus, die Spiele. Ich weiß jetzt nicht genau, warum die sich unterschieden haben. Wir packen es mal aus. So, da ist das gute Stück. Hier sieht man es nochmal. 80 plus, Near Mint. GTA 5 in der PS5-Version. Also ich weiß wirklich nicht, woran es gelegen hat, weil für mich waren die wirklich identisch. Vielleicht war da irgendwie ein Kratzer auf dem Game oder so, könnte ich mir vorstellen. Also was heißt ein Kratzer auf dem Game? Irgendwo halt auf der Folie, die halt nicht so schön war. Naja, ich bin trotzdem zufrieden. Kommt ins Regal. Alright, dann kommen wir jetzt zum letzten Spiel und zwar ist das von 2018 Rockstar Games, PlayStation 4, Red Dead Redemption 2 in einer 85 plus Near Mint plus Gold. Damit bin ich eigentlich sehr zufrieden, kann jetzt nichts sagen, wir packen es mal aus. So, da ist das gute Stück. Ja, sehr schön. 85 plus Near Mint German Version. Zwei Discs sieht man hier. Ansonsten sehr schönes Stück, kannst du nichts sagen. 85 plus ist auch okay. Hätte natürlich auch höher sein können, aber das hast du halt bei jedem Spiel, ne? Das sind halt die kleinen Macken. Wäre natürlich gut, wenn man wüsste, woran es gelegen hat, dass es nicht höher gegangen ist. Aber naja. So, damit würde ich sagen, ich beende das Video für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Schaut auf jeden Fall mal auf Twitch vorbei, da bin ich immer regelmäßig online oder auf meinen anderen Social-Media-Kanälen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo, Like und Kommentar da. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.